Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf Kuhweiden oder auf Bänken. Guck mal hier, das ist ein italienischer Krankenhaus. Und ich wollte da nicht reingehen, aber ich war da trotzdem drin gewesen und ich hab da gepennt. Das war voll scheiße gewesen. Ich wollte das nicht. Gestern Abend, wo diese Scheinwerfer waren, das war eine italienische Polizei gewesen. Die sind dann zu uns gegangen und haben kontrolliert und gesagt, dass wir da nicht pennen dürfen. Und wir haben das so erklärt, dass wir dort Notfallbiwak gemacht haben. Und die hatten meinen verletzten Fuß gesehen und die hatten mich dann direkt über den Fluss getragen, rein ins Krankenwagen und dann her abgelagert. Und guck mal, was die aus meinem Fuß hier gemacht haben. Das ist voll scheiße. Ich wollte das nicht. Ich wollte so einen fetten Verband da nicht haben. Das passt noch nicht mal in meinen Schuh rein. Das ist voll scheiße. Da sollte eine schwere Zerrung drin sein. Die haben mich sogar mit diesem Röntgengerät da verstrahlt. Das ist voll scheiße. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir heute pennen. Und wenn ich meinen Kopf nicke, dann bekomme ich eine Gehirnerschütterung, weil mein Gehirn so klein ist. Oder so viel Platz dazwischen ist. Ganz sicher. Und dann bekomme ich auch noch Alzheimer und sowas. Weil das die ganze Zeit gegenklatscht. So eine richtige Gehirnabzesse. Diese Wunden am Gehirn da, wo auch Pilze dran wachsen und so. Mein Bruder ist mit italienischer Pizza wieder zurückgekommen. Oh, danke schön. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das aussieht. Oh ja, das ist eine italienische Margherita-Pizza. Also dieses Käse von der Margherita schmeckt wirklich, wirklich extrem gut. Also richtiger Geschmacksgenuss bei Käse. Der Käse, der ist richtig geil. Von diesem Margherita. Guck mal, wir haben hier auf dieser Bank gepennt. Ich habe hier gepennt. Und mein Bruder hat da drüben gepennt. Und es hat nicht geregnet, das ist voll cool. Guck mal, was ich hier zufällig entdeckt habe. Das hier, die haben mich über den Fluss getragen. Und da bin ich und dahinter ist mein Bruder. Da saß ich im Krankenwagen drin. Ich habe zufällig die Facebook-Seite von der Polizei hier von aus da gesehen.